Die Sekundarschule Heinrich Heine in Sangerhausen gehört zu den modernsten ihrer Art im Landkreis Mansfeld-Südharz. Nach gut 4 Jahren umfassender Sanierung wurde die Schule im April 2022 hochmodern ausgestattet wiedereröffnet. Ab dem kommenden Schuljahr wird sie nun als Ganztagsschule weitergeführt. Den Bescheid dafür überbrachte am 5. Juni 2024 keine geringere als die Bildungsministerin von Sachsen-Anhalt, Eva Feusner, persönlich. Das Empfangskomitee bildeten neben der Schulleitung unter anderem der Landtagsabgeordnete Matthias Redlich, Landrat André Schröder sowie Vertreter der Stadtverwaltung Sangerhausen. Der mit 33 Jahren noch sehr junge Schulleiter Daniel Nicolai stellte den Gästen sowie Schüler- und Elternvertretern und Mitgliedern des Lehrerkollegiums seine Beweggründe, das Haus zur Ganztagsschule zu machen, vor. Dabei erwähnte er auch die fast 20 Arbeitsgemeinschaften, die es an der Schule gibt, sowie den aktiven Eltern- und Schülerrat, das Wirken der Schulsozialarbeiterin, den Schulförderverein und die Berufsberaterin, die regelmäßig Sprechtage anbietet. Ministerin Feusner war beeindruckt, betonte aber, dass es gar nicht so einfach ist, Ganztagsschule zu werden. Man braucht Partner, die Partner muss man suchen, mit denen muss man reden, man muss die Eltern mit einbeziehen, die Schüler, wollen die das? Die Angebote, die wir also auch sozusagen auswählen als Kollegium für die Schüler, das ist ein Prozess, um das mal zu sagen, das klingt jetzt alles schön, wenn man das heute überreicht und sagt, wir sind jetzt Ganztagsschule, der einen großen Vorlauf hat. Einen ganz großen Vorlauf, weil das nämlich viel Organisationsvermögen bedeutet, also und auch Ideen sammeln, konzeptionelle Erstellungen, Ansprechpartner suchen. Also da ist viel, viel Arbeit, steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Und da möchte ich erstmal meinen herzlichen Dank aussprechen. Jetzt bin ich immer sehr froh, wenn ich solche schönen Momente habe, dass ich auch mal so einen schönen Bescheid übergeben kann. Eine Schule wird Ganztagsschule. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben schon einige Ganztagsschulen im Land. Ich würde mir wünschen, dass wir fast alle im Bereich des Ganztags unterwegs wären. Aber ich sage dazu, wenn wir das schulgesetzlich verankern würden und sagen, jetzt seid mal alle Ganztagsschule, das ist dann immer so, wie es, was passiert dann vor Ort. Ich will das Engagement aus der Schule heraus. Weil wenn man das selbst entwickelt hat und gemeinsam durchdiskutiert hat, wie soll das zum Schluss aussehen, ist der Gewinn ganz anders, als wenn man das von oben verordnet. Und das ist das Eigentliche, weil ich sage, wir werben dafür, dass man solche Angebote macht, insbesondere einen rhythmisierten Schulalltag anzubieten. Ich bin davon überzeugt, und wenn man mal ins Ausland schaut, ins europäische Ausland, aber auch ins weltweite, die erfolgreichsten Länder, auch bei Schulleistungsuntersuchungen, sind fast alle im Ganztag unterwegs. Nämlich der rhythmisierte Schulalltag gibt nicht nur Entlastung und Entspannung für Schülerinnen und Schüler. Man lernt noch aus der Lebenswelt heraus viele verschiedene Dinge, die man im Unterricht gar nicht vermitteln kann. Und es entlastet auch wenn es einen längeren Schulalltag für Schüler, aber auch für die Lehrkräfte bedeutet, es entlastet auch Lehrkräfte, weil man auch mal zwischen den eigentlichen Unterrichtsblöcken ein bisschen Entspannung erhält und nicht jedes Mal nach 45 Minuten, 5 bis 10 Minuten Pause gleich in die nächste Unterrichtsstunde einsteigt. So wünschte die Ministerin gutes Gelingen und sagte ihre volle Unterstützung zu. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Der Kreis ist eigentlich immer für das zuständig, was, wenn man eine Schule auf den Kopf stülpen würde, nicht sofort rausfällt. Aber im Prinzip ist das, was rausfallen würde, das Wichtigste an der Schule. Das sind die Lehrerinnen und Lehrer, das sind die Schülerinnen und Schüler natürlich, für die alles gemacht wird. Und das ist das, was eine Schule eigentlich lebens- und liebenswert macht. Und deswegen will ich mich dem Dank der Ministerin gerne anschließen, dass das hier so gut funktioniert. Hat nicht nur was mit der baulichen Hülle zu tun. Und es macht einen, denke ich, auch ein Stück weit zufrieden, dass es eben gelingt, wenn das Engagement da ist, dann auch die äußeren Verhältnisse so zu gestalten, dass es auch Spaß macht, hier zu arbeiten und ein Ganztagsschulangebot, ja, vereinbart Familie und Beruf noch auf bessere Weise, ermöglicht aber in so einer sanierten Substanz eben auch eine längere Verweildauer und deswegen ist das, glaube ich, eine runde Sache. Nach dem Landrat ergriff dann noch Frau Hübner vom Landesschulamt das Wort.
Vor allem, um dem innovativen Schulleiter für seine zielstrebige Arbeit in den letzten Monaten zu danken, was dem bescheidenen jungen Mann dann doch freute. Wir haben dieses Jahr schon, ich sage mal, mehr oder weniger ein Probejahr gemacht. Wir haben, wie wir vorhin auch gehört haben, hat es ja die Bildungsministerin vorgetragen, jetzt schon über, also sehr viele Arbeitsgemeinschaften. Es sind fürs neue Schuljahr, kann ich schon sagen, jetzt Stand jetzt 20. Wir haben jetzt Stand auch wieder Hausaufgabenstunden von Montag bis Freitag, wo wir also auch den Eltern da versuchen, die Arbeit ein bisschen abzunehmen für eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung. Und wir haben auch in Kooperation mit einigen Kooperationspartnern eine Nachhilfe, hauptsächlich in den Kernfächern, und bieten, das kann ich auch sagen, aufgrund meiner Unterrichtsversorgung, auch für die 10. Klassen eine Förderung in den Abschlussklassen an, dort um auf die schriftliche Prüfung vorzubereiten, Deutsch, Mathe und Englisch. Im Kontrakt gegen eine Ganztagsschule wird ja manchmal gesagt, die individuelle Entwicklung eines Kindes würde dadurch behindert, oder wie können Sie dem entgegenwirken? Ja, das Argument zählt, das ist nun mal so, aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, Chancengleichheit. Jedes Kind soll quasi hier die gleichen Bedingungen haben, um den Abschluss bestmöglich zu erhalten, unabhängig von, ich sage jetzt mal, Alter, Elternhaus, Herkunft und vielen anderen sozialen oder gesellschaftlichen Punkten. Und dahingehend wollen wir das also als, ich sag mal, Punkt nehmen, um daran anzugreifen, um halt hier die bestmöglichen Abschlüsse, und dafür bin ich Schulleiter, wie gesagt, nächste Woche überreiche ich wieder Zeugnisse. Das ist natürlich mein Lohn, dass ich dann gratulieren darf, und die Freude eines jeden, der im System Schule in Führung arbeitet. Sie haben ja schon über 300 Schüler hier, das ist ja echt Wahnsinn. Hm. Und was machen Sie, wenn die Leute Ihnen jetzt hier die Bude einlaufen? Wir haben Räume, wir haben eine sehr schöne Schule, die sehr modernisiert ist. Wir haben Kapazitäten, die Kinder aufzunehmen, da hat sich ja der Landkreis auch was dabei gedacht. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch einen Einzugsbereich, an dem müssen wir uns immer halten. Ausnahmegenehmigungen werden selten oder nur in begründeten Ausnahmefällen bewilligt, sodass also hier, dass sich die Waage hält mit den Schülerzahlen, und wir, wie wir auch vorhin gehört haben, längerfristigen Bestand haben. Das ist natürlich, darüber freue ich mich sehr, und das ist natürlich das Ziel, dass wir lange, lange, lange hier lehren, lernen und arbeiten dürfen. Bleibt noch zu erwähnen, dass alle 6 staatlichen Grundschulen der Stadt Sangerhausen je 60.000 Euro aus einer EU-Förderung erhalten. Die Bescheide dazu hatte Frau Feusner gleich mitgebracht. Im Anschluss hatten 4 Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, der Ministerin teils auch recht private Fragen zu stellen, die sie mit Freude beantwortete.